Gleichheit. Na mehr. Unehrlichkeit. Mordje. Garçon, ist das schon Moskau? Non, mon général. C'est Oberursel. Mon Dieu! Verdammt, die Deadline für die Verfassung ist schon in 2 Tagen. Was machen wir jetzt? Oh, es ist 11:30 in Deutschland. Na dann erstmal Mittag. Ich bin der Kanzler, ich stelle hier die Weichen. Den Zug nach Frankreich, den stoppe ich erstmal. Will aber auch mal an der Reihe sein. Das führt nur zu Krieg, Wilhelm. Ich will auch Kolonien haben. Das führt doch nur zu Krieg. Bismarck, ich werde meinen Platz an der Sonne schon bekommen. Willkommen zurück bei Weimar gewinnt. Herr Hindenburg, die letzte und entscheidende Frage. Was fehlt dem deutschen Volke? A. Ein Feierabendbier. B. Adolf Nazi. C. Der Mut zur Verantwortung. Oder D. Schlafsand. Nach meinem Bauchgefühl her würde ich sagen, B. Adolf Nazi. Wollt ihr den totalen Krieg? Nein! Was wollt ihr dann? Warum? Ebenso wie beim Fußballspiel der Schiedsrichter nicht mitspielen darf, hat auch der Staat in einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung nicht mitzuspielen. Guten Tag, haben Sie denn hier keine Gardinen? Nee, keine Gardinen gibt es im ersten Stock. Hier gibt es keine Kinderschuhe. Allerdings ist heute, soviel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Ab wann tritt das in Kraft? Also, soweit ich informiert bin, sofort und unverzüglich. Wladimir, der Frieden ist alternativlos. Mir hat Angela, das Völkerrecht ist auf meiner Seite. Ich bin nur auf Frieden aus. Dann sehen wir uns am Donnerstag auf Schröders Party. But Miss Merkel, on Thursday you have a doctor's appointment.